Guten Morgen erstmal. Ich finde es toll, dass es so viele heute Morgen aus dem Bett geschafft haben, hierher noch in den Talk. Oder vielleicht wart ihr gar nicht im Bett, kann ja auch sein. Auf jeden Fall, ich habe gedacht, das ist komplett leer, aber es gibt doch ein paar Leute, die sich scheinbar so früh morgens dafür interessieren. Also das ist der Talk heute über OpenStack. Gestern hatte ich einen über Docker gehalten und ich mache noch kurze Ankündigungen. In 4 Stunden halte ich einen über Ceph, was auch OpenStack verwandt ist, also die Storage-Lösung für OpenStack. Also wenn euch das noch weiter interessiert, kommt später noch in den Talk. Ja, dann würde ich sagen, geht's mal los. Also, nochmal kurz zu meiner Person. Ich habe es nicht gestern zwar schon mal vorgestellt, aber hier sitzen wahrscheinlich neue Leute, die die Vorstellung gestern nicht bekommen haben. Ich bin Mino und mein Interessengebiet sind so hauptsächlich Netzwerke. Was alles damit zu tun hat, ich arbeite auch in einer Netzwerk-Company. Viel mit Hardware, Hacken natürlich und Musik- und Lichttechnik sind so meine Fachbereiche. Aber beruflich verbinde ich auch noch so Sachen, die mir Spaß machen damit. Und da ist zum Beispiel OpenStack jetzt ein Teil davon. Und ich arbeite hier für eine Company in Karlsruhe, die nennt sich Ocido. Und worauf es mich zu OpenStack gebracht hat, war hauptsächlich die Arbeit dort. Weil wir da eine Cloud-Lösung gesucht haben für unsere Firma. Und 2014 haben wir uns dann entschieden, OpenStack zu benutzen. Und ich habe dann auch die 2 letzten Summits des OpenStacks von OpenStack besucht. Der eine war in Paris, der andere war in Vancouver jetzt vor 3 Wochen. Und wir nutzen das effektiv jetzt zwischenzeitlich als produktive Cloud bei uns. Also das ist auch ein bisschen die Erfahrung aus unserem Produktiveinsatz. Was ich euch heute vorstellen möchte in dem Bereich, ist erstmal eine Einführung, was ist OpenStack im Generellen und was ist Cloud im Generellen. Dann die Geschichte zu OpenStack, wie ist das Projekt entstanden. Ist auch ein relativ junges Projekt eigentlich. Dann erkläre ich euch was zu den Komponenten, die in OpenStack wichtig sind, im Speziellen die Kernkomponenten und natürlich aber auch Extras. Dann ein ganz wichtiger Punkt in der Cloud ist die API-Fähigkeit. Da erzähle ich auch ein bisschen was zu OpenStack und warum das so mächtig ist an den Stellen. Dann reden wir kurz über die Installation von einem OpenStack-Setup. OpenStack ist nämlich keine einfache Lösung, sondern sehr komplex. Und da ist es manchmal sehr hilfreich, das nicht alles zu Fuß zu tun, sondern auch gerne mit Werkzeugen, die einen dabei unterstützen. Da gibt es unterschiedliche Arten davon. Dann zum Thema Sicherheit, auch ein Teilbereich in OpenStack, was für Probleme es da gibt und wie man die mitigieren kann und was man gerne mal auf einem Public Cloud ausprobieren sollte, bevor man sie benutzt. Dann erzähle ich noch kurz was zur OpenStack Foundation. Wie sind die gleiche gemacht? Dann erzähle ich noch was zur OpenStack Foundation. Ist ein bisschen so der Versuch, die Apache Foundation zu kopieren. Aber sie sind noch sehr in den Anfängen und sie sind sehr kommerzbelastet. Und dann am Ende gibt es noch eine kurze Fragerunde. Wie bist du da auch noch da? Also zur Einführung, was OpenStack ist. Die Folien übrigens gibt es online, ihr müsst sie nicht fotografieren. Ich weiß, aber ich habe das gerne in meinem Eimer nehmen. Hüpfen mal mit drauf. Also OpenStack. OpenStack, von der Wikipedia mal die Definition rausgeholt. Natürlich von der englischen Wikipedia. Ich denke, auf der deutschen Wikipedia existiert der Artikel wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall, in der englischen Wikipedia steht drin, dass OpenStack is a free and open source cloud computing software platform. Users primarily deployed as an infrastructure as a service. IaaS solution. Ja, da steckt jetzt ein Buzzword drin, was so in diesem ganzen Cloud-Thema oft benutzt wird, nämlich IaaS. Und dieses AAAS-Zeug, das verfolgt euch, wenn ihr mit der Cloud zu tun habt. Das verfolgt euch überall. Und irgendwie, wenn man heutzutage mit irgendeinem Cloud-Consultant oder sowas redet, dann schmeißt er nur so mit solchen Wörtern um sich. Und ich empfehle nur solche Cloud-Bingo-Karten, wo man so IaaS und andere Wörter drauf hat, wie High Availability und Zero-Touch-Deployment und sowas. Begriffe, die da gerne benutzt werden. Also, um mal das zu erklären, was denn in diesem Cloud-Bingo benutzt wird, würde ich kurz eine Einführung geben in As-a-Service, was das im Allgemeinen heißt. Ja, im Oldschool-Fall hat man früher so irgendwie eine Applikation gehabt,
da hat man so Daten für eine Applikation gehabt, da hast du ein Runtime-Environment gehabt, du hattest eine Middleware, auf der das Ganze lief, ein Betriebssystem, unten drunter hast du vielleicht noch einen Virtualisierungslayer gehabt, so wenn du irgendwie ganz hip und modern warst, oder auch nicht, und du hast einen Server gehabt und der hat Speicher- und Netzwerkzugriff gehabt. Ja. Das heißt, du hast die volle Kontrolle. Also du als Kunde oder dujenige, der den Server besitzt, hat die volle Kontrolle über das, was da steht. Du hast also die Möglichkeit, jederzeit in all diesen Komponenten Sachen zu verändern und auch dementsprechend bist du zuständig für die Wartung davon. Jetzt gehen wir nochmal ins andere Extrem. Jetzt gehen wir mal rüber zu Software as a Service. Software as a Service ist dieser ganze Stack, nur dass du da als Kunde effektiv nichts mehr mit zu tun hast. Der Anbieter kontrolliert das komplett für dich. Also du kriegst eine Applikation, du kriegst sozusagen die GUI oder das Webinterface und auf diesem Webinterface darfst du arbeiten, darfst du auch Veränderungen machen, aber du hast effektiv nichts mit dem Code zu tun, du hast nichts mit dem Betriebssystem unten drunter zu tun, du hast nichts mit der Hardware zu tun, du weißt meistens auch gar nicht, wo das läuft, wie das läuft und die Kontrolle liegt eben komplett außerhalb deiner Hand. Du bist lediglich für die Daten teilweise mitverantwortlich, die da drin liegen. Aber selbst da machst du dir keine Gedanken über Datenstrukturen und so weiter. Jetzt gibt es dieses Infrastructure as a Service. Bei dem Infrastructure as a Service gibt es diesen ersten Block, wie es in dem Oldschool-Teil auch gibt und auch natürlich im Software as a Service-Teil gibt, den effektiv du unter Kontrolle hast. Also die Applikation, die Daten, die Runtime, die Middleware, das Betriebssystem sind dein Bereich. Das gibt dir sozusagen der Infrastructure as a Service-Anbieter und lässt es dich gestalten, wie du möchtest. Du kriegst von ihm sozusagen nur die unteren Ebenen. Du kriegst also im Zweifel normalerweise die Virtualisierung zur Verfügung gestellt. Du kriegst einen Server, auf dem die Serverplattform wird verwaltet dem Admin dort. Der hat Speicherzugriff und Netzwerkzugriff, aber damit hast du halt nichts zu tun, weil dein Betriebssystem installierst du einfach auf der Kiste und das war's. Jetzt gibt es noch das dritte im Bunde, as a Service. Es gibt auch tatsächlich viel mehr, aber ich beschränke mich mal auf diese dreien. Nämlich Plattform as a Service. Und da ist es so, dass du nur noch Zugriff hast auf die Applikation und die Daten, die du verwaltest. Und der Rest wird auch für dich gemanagt. Also auch das kriegst du von deinem Anbieter gewartet und so weiter. Und jetzt mal, um dem irgendwie mal Leben einzuhauchen, weil diese Begriffe ja so schön sind, kann man mal so ein bisschen Oldschool-Begriffe dazu benutzen. Nämlich beim Oldschool-Sachen hast du so ein Co-Location-Rechenzentrum, also so dein Data-Center. Bei Infrastructure Service, das was der Root-Server früher mal war, du hast irgendwie einen Root-Server dir gemietet, also hast du die Kontrolle gehabt über das Betriebssystem, was du drauf installieren konntest und alles aufwärts, aber den Server, um den Server auszutauschen, musstest du dich schon an den Anbieter wenden. Bei Plattform as a Service, das ist das gute alte Webhosting-Paket, was man sich mal gemietet hat bei Strato oder sonst wer. Und dort hat man eben deine Web-Applikation installiert, aber das heißt, man hat nur die Applikation und die Daten verwaltet an der Stelle. Und meistens hat man auch noch so beschränkte Zugriffsmöglichkeiten gehabt wie FTP. Oder es gibt Software as a Service und da ist der Fall der Webshop zum Beispiel. Heutzutage kaufen sich viele kleine Unternehmen, Webshops ein, gemanagt. Das heißt, die hacken nur noch ihre Datenbestände rein, welche Produkte sie verkaufen wollen. Und der Rest, wie der Webshop aufgebaut ist, welche Software da benutzt wird, XT-Commerce und so weiter, wie sie alle heißen, das ist nicht mehr dein Problem. Und im Zweifel kriegst du sogar auch noch irgendwie eine Designagentur nebendran, die dir irgendwie noch schöne Grafiken bastelt und so. Genau. Infrastructure as a Service. Wollen wir uns mal im Konkreten uns angucken. Also nochmal diese Unterscheidung zwischen diesen zwei Bereichen. Den oberen Teil, den du verwaltest, den unteren Teil, den der Anbieter für dich verwaltet. Oder der Cloud-Betreiber. Diese Verwaltung des unteren Teils, dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, dies zu tun. Und die gängigsten oder bekanntesten Möglichkeiten, die gerade da draußen im Internet existieren, sind OpenStack auf der einen Seite, also Open-Source-Produkt. Aber natürlich gibt es auch kommerzielle Lösungen dafür. Und da im Speziellen kommt Amazon mit Amazon Web Services ins Spiel, die diesen Dienst anbieten mit EC2. Sie bieten noch viel mehr an als das. Also sie bieten auch alles Plattform as a Service und so weiter an. Aber du kriegst halt auch Hardware, also sozusagen virtualisierte
Maschinen, die du selber provisionieren kannst. Und dann gibt es noch so einen Hybriden dazwischen drin, das ist die Google Cloud-Plattform, die macht auch sowas, auch kommerziell, bei dem man auch alle unterschiedlichen AHS-Produkte kriegt, aber tatsächlich auch einen Teil, der so aussieht, dass man die Virtualisierung, auf der Virtualisierung selber kontrolliert. Es gibt noch viel mehr da draußen, aber das sind so die großen, wenn man sich damit beschäftigt. Und wenn man sich umguckt, es gibt in US, also gerade in US gibt es noch gleich große sozusagen wie Amazon, so, die unterschiedliche Sachen einsetzen. Die bauen aber meistens auf, also die Anbieter bauen meistens auf entweder OpenStack oder den AWS-Service und sowas und machen nur Reselling davon. CloudStack ist das nicht auch Open Source? Ja, CloudStack ist auch Open Source. Aber die, von der Verbreitung her ist tatsächlich OpenStack im Moment gerade das größte Open Source Projekt an der Stelle. Also CloudStack hat auch von der Historie ein bisschen eine ältere Geschichte als OpenStack. Und OpenStack hat sich viel davon angeguckt. Aber so der Hype ist gerade um das OpenStack-Projekt entstanden. Und genau, da geht eh nichts mehr. Da war, glaube ich, letzter Commit irgendwie vor einem Jahr oder so. Also, es gibt so andere Randprojekte noch, aber hauptsächlich in dem Talk gerichtet eben auf OpenStack jetzt im Moment. Lifecycle von so einem, von Ressourcen. Also normalerweise, wenn man sich so eine Serverfarm zulegt, dann passiert das in erster Linie mal dadurch, dass es einen Bedarf gibt. Also dass irgendwie in der Company man ein interner Dienstleister ist, also die IT-Abteilung, der Admin. Oder man natürlich für externes Anbieter als Service. Und das heißt, derjenige hat erstmal das Bedürfnis, irgendwelche Ressourcen von einem zu bekommen. Dann gibt es normalerweise die Phase der Bereitstellung, wo man die Ressourcen zur Verfügung stellt. Das passiert öfters in Unternehmen, wenn es für die interne, für die internen Entwickler oder interne QA ist, passiert das meistens manuell, diese Bereitstellung. Und dann gibt es die aktive Nutzung dieser Komponenten, die man da sich, oder dieser Ressourcen, die man sich, die man requested hat. Und wenn man Glück hat, gibt es noch sowas wie eine Rückgabe am Ende, so ein Recycling, dass man das Ganze wieder zurückführt. Das heißt, dass die Ressource, wenn sie nicht mehr gebraucht wird, wenn das Projekt, was da drauf lief, nicht mehr, also nicht mehr funktioniert entweder oder nicht mehr gebraucht wird, dann kann man, gibt man die Ressource wieder zurück und kann sie hoffentlich dann anderweitig verwenden, wenn sie nicht gerade komplett veraltet ist, die Hardware oder so. Das ist interessant. Im klassischen Fall muss ich ehrlich sagen, was ich draußen sehe, ist meistens dieser Schritt des Recyclings nicht da. Sondern es wird Hardware gekauft und es wird oder irgendwie, es werden irgendwo Compute-Ressourcen geschaffen, um Sachen zu verarbeiten. Und dann wird das irgendwie was drauf installiert oder es wird sogar teilweise nicht mal was drauf installiert, sondern es liegt dann einfach nur rum. Und irgendwann kommt mal jemand vorbei und sagt, da ist Hardware, kann die weg? Und dann sagt man, ja, ich glaube, das ist tot. Und dann zieht man Stecker und dann plötzlich fällt der Webshop aus. Allzu oft passiert, gerade so diese ganze Verwaltung darum, also dieses Management dieser Ressourcen zu verwalten in IT-Abteilungen und so weiter, ist ziemlich schwierig und passiert tatsächlich in kleinen Unternehmen fast gar nicht und in größeren Unternehmen durchaus öfter, obwohl ich denke, gerade in kleinen Unternehmen ist das ein großer Kostenfaktor, der einfach entsteht. Ja, wenn man jetzt mal anguckt, so die Zeitspannen technisch, was diese einzelnen Schritte denn an Zeit kosten. Naja, wenn man so eine Bereitstellung hat, dann kann das manchmal in manchen Firmen eine Minute dauern, bis so eine Ressource verfügbar ist. Es kann aber auch ein halbes Jahr dauern oder es geht gar nicht. Dann sagt der Admin einfach, nee, da habe ich keinen Platz dafür, mach das mal irgendwo anders oder sowas, dann passiert nichts, keine Zeit, ja. Das gibt's einfach nicht. Bei der Nutzung wiederum gibt's Fälle, wo es normalerweise so von einem Monat bis 5 Jahre geht, wo dieses System genutzt wird. Es kann natürlich auch eine Woche gehen, weil es kurz irgendwie für eine Messe was installiert werden muss und dann wird schnell alles zusammengefrickelt und dann wird das System da stehen gelassen und es kümmert sich keiner mehr darum. Oder es gibt tatsächlich Produktivsysteme, die laufen sehr lange. Und um die muss sich auch natürlich jemand kümmern. Und dann gibt es die Rückgabe, wie ich vorhin gesagt habe, die passiert eigentlich nie bis selten in den Unternehmen. Wie ist es jetzt, wenn wir uns mal in der Cloud angucken? Die Cloud-Ressourcennutzung an der Stelle. Von der Zeit her ist es meistens so, dass die Bereitstellung 1 Minute bis 20 Minuten dauert, je nachdem, wie groß diese Instanz ist, die man, oder diese Compute-Ressourcen, die man braucht.
Also bis bei Amazon man sich so eine riesige XXL, keine Ahnung was Maschine geklickt hat, kann es schon mal 10 Minuten vergehen, weil die dann noch irgendwie im Bergwerk faszinierende Sachen machen müssen, damit das funktioniert. Aber es kann auch natürlich blitzschnell gehen. Die Nutzung ist auch dieselbe wie vorher. Kann wieder sein, dass es kurz benutzt wird, kann aber sein, dass es lange benutzt wird. Bei der Rückgabe ist es interessant. Die meisten Cloud-Provider bauen ein Accounting ein, also eine Abrechnung, um deinen Verbrauch, den du an Compute-Ressourcen genutzt hast oder an Speicher und sowas, die zu berechnen. Und dann entsteht das interessante Phänomen, dass Leute ganz plötzlich ganz schnell ihr Zeug wieder zurückgeben, wenn sie es nicht mehr brauchen. Weil es kostet ja Geld. In der internen IT oder sowas, in den Firmen, da machen sich die meisten Leute nicht wirklich viel Gedanken darüber. Es hat ja am Anfang mal Geld gekostet, jetzt ist der Strom und so, ach, egal. Aber in Wirklichkeit ist es halt so in der Cloud, die Leute geben das wieder zurück, weil es sie Geld kostet. Und auch da ist eine Cloud-Lösung an sich was ganz Interessantes, weil die meisten Cloud-Lösungen, auch wenn sie privat eingesetzt werden, also Private Cloud, dann haben sie sowas wie ein Accounting drin, was relativ gut zeigt, übrigens der Benutzer so und so, verbraucht hier gerade 10 virtuelle Maschinen mit so und so viel Speicher und so viel RAM. Vielleicht sollte man mal mit ihm reden, ob er das wirklich braucht. Ja. Jetzt kommen wir zu OpenStack, was OpenStack da eigentlich ist und wie OpenStack funktioniert. Also OpenStack ist Apache 2 lizenziert, hat einen sehr rigorosen 6-monatigen Release-Zyklus. Das heißt wirklich, alle 6 Monate kommt ein Major Release raus. Und die Schlagzahl an Features, die in diesen Releases mitkommen, ist irgendwie gefühlt exponentiell an der Stelle. Also das heißt, wenn man in 6 Monaten, also wenn man 6 Monate gebraucht hat, um seine Cloud in Betrieb zu nehmen, kann es schon durchaus sein, dass man wieder von vorne anfangen kann, um ein Update zu shippen. Ist manchmal frustrierend. Auf der anderen Seite führt es aber auch dazu, dass tatsächlich die Clouds, die mit OpenStack aufgesetzt sind und die da draußen sich befinden und die auch als Service angeboten werden, teilweise mit Releases von vor 2 Jahren laufen. Die haben zwar nicht den Feature-Umfang, aber tatsächlich sind sie relativ stabil an den Stellen. Weil natürlich 6 Monate Release-Zyklus heißt auch, in 6 Monaten müssen diese neuen Features irgendwie getestet werden. Und das ist meistens ein Prozess, der nicht in 6 Monaten abgedeckt werden kann, wenn nicht von vornherein schon Unit-Tests und alles Mögliche geschrieben worden sind. Also meistens entwickelt sich daraus 6 Monate, dass ein Feature kommt und dann braucht es meistens nochmal einen Release, bis es dann mal stabil ist. Der ganze Code von OpenStack ist auf GitHub auf viele Repositories aufgeteilt. Es gibt nicht das Repository, das wäre viel zu gigantisch, sondern es sind ganz viele Einzelprojekte, die dort auf GitHub gehostet werden. Das OpenStack-Projekt hat eine Community-Struktur, die sie, wie ich vorhin erwähnte, versuchen anzulehnen an die Apache Foundation jetzt nach und nach, weil sie merken, ihre eigenen Überlegungen skalieren nicht. Aber im Moment sieht es so aus, dass es PTLs gibt, das sind die Project Leads für die einzelnen Bereiche in OpenStack. Und es gibt diese gesamten Design Summits. Also es gibt diesen im 6-Monat-Zyklus, wie es auch Releases gibt, gibt es immer einen Summit. Das ist ein Treffen, das auf der Welt weltweit immer an einem anderen Ort stattfindet. Und anschließend an die Konferenz, die eigentliche OpenStack-Konferenz, wo alle Hersteller so ihr Zeug präsentieren, gibt es dann auch einen Design Summit, wo man dann als Code-Contributor mit hingehen kann und kann tatsächlich in den Meetings mit drin sitzen, die darüber entscheiden, wo die grobe Richtlinie hingeht fürs Projekt. Und auch seine eigenen Ideen vorstellen und diskutieren lassen. Also die machen relativ viel Diskussion auch über IRC und so weiter natürlich. Aber es gibt diese halbjährigen Treffen, wo sich die Community dann auch immer trifft. Wie ich gesagt habe, beim GitHub, es gibt viele Repositories. Das heißt, es gibt auch ein modulares Design an der Stelle. Also es gibt, OpenStack besteht aus ganz vielen Einzelkomponenten, die sich durch ihre API gegenseitig abgrenzen. Und es ist hauptsächlich Python. Also man muss sagen, sie benutzen viel Code an Stellen, der natürlich in C und so weiter implementiert ist, der um sich um die Virtualisierung kümmert von Systemen und so weiter. Aber aller Glue-Code, der zwischendrin geschrieben ist, ist eigentlich Python. Und wenn du da als Programmierer reinkommst und denkst dir, ich kann aber Python nicht so gut, ich würde irgendwie mal lieber sowas machen mit Java oder mit Go oder sonst was, dann verteufeln die dich meistens. Weil sie sagen, ja nee, unsere Codebase ist schon Python. Eigentlich haben wir kein striktes Requirement dafür, aber es wäre schon cool, wenn du Python machen würdest. Es ist im Moment so ein Umbruch im Projekt, dass man da auch ein bisschen andere Programmiersprachen unterstützt.
Aber hauptsächlich eben, wenn man was debuggen will oder sowas, tut man das in Python. Und ein Key-Teil dieses Projektes ist die API. Also jedes Cloud-Projekt lebt von der API, die sie hat, um sie integrierbar zu machen in andere Lösungen, um einfach die Möglichkeiten zu schaffen, dass Ressourcen einfach gebucht werden können und dass man auch schnell, schnell Hintergrundsachen verändern kann, ohne dass die API unbedingt brechen muss. Also dass man auch Veränderungen im Hintergrund treffen kann und trotzdem eine stabile API vorne dran hat, die jeder benutzen kann. Und OpenStack ist aber auch Kommerz, muss man ganz ehrlich sagen, an vielen Stellen. Also dieser Summit zum Beispiel ist so eigentlich so ein Händeschütteln in erster Linie der unterschiedlichen Hersteller dazu. Also da sind so alle großen Hersteller vertreten in dem Bereich. Die sponsern diesen Summit auch. Der Summit kostet verdammt wenig, eigentlich eine Eintrittsgebühr für eine Konferenz, die eine Woche geht. Und noch Essen und alles inkludiert. Aber ja, die Gelder kommen von Sponsoren her. Und diese Sponsoren sind auch aktiv, wirklich mit viel Personal vor Ort, die in diesen Design-Summits und sowas mit die Richtung vorgeben. Also es fällt sich manchmal so ein bisschen der Eindruck ein, dass 60-70% der Entscheidungen dort company-driven sind, also wirklich aus deren Überlegungen herauskommen. Und das tatsächliche Projekt OpenStack, wie ich es auch gleich in der Geschichte zeige, kommt aus dem Company-Umfeld ein Stück weit. Aber mehr dazu später in der OpenStack Foundation. Also Geschichte. Die Geschichte von OpenStack beginnt irgendwie 2010. 2010 gab es Überlegungen innerhalb der NASA, ein System zu bauen, um die Ressourcen in der Forschung dort besser nutzen zu können. Weil sie hatten genau das Problem, es gab viel Bedarf an Ressourcen, sie haben viele Kapazitäten zur Verfügung gestellt, aber das Management von diesen Kapazitäten wurde immer schwieriger. Und gerade dieser Rückfluss an Ressourcen wieder in den allgemeinen Verfügungspool ist auch ganz selten passiert und sie haben einfach nicht die Manpower gehabt dazu, dieses Problem zu lösen und die Forschung hat immer mehr gebraucht, immer mehr gebraucht, immer mehr gebraucht. Also haben sie sich umgeguckt, wie können sie da was machen, können sie da selber was stricken. Und dann haben sie sich zusammengetan mit einer Firma namens Rackspace. Und Rackspace ist jetzt auch heutzutage ein Cloud-Betreiber für OpenStack, ein Public-Cloud-Betreiber für OpenStack. Und mit denen zusammen haben sie dann eine Codebasis geschaffen, die jetzt eigentlich hauptsächlich in OpenStack drin steckt. Und in diesem Fall gab es dann ein Community-Release von dieser ganzen Codebasis. Das war erstmal nur NASA-relevant und Rackspace-relevant, aber es gab dann Community-Release und das wurde Ende 2010 dann auch veröffentlicht. Dann gab es 2011, als interessanter Meilenstein, gab es dann Ubuntu und Red Hat, die auf dieses Projekt aufgestiegen sind und haben sich gedacht, so eine Open-Source-Cloud-Lösung, da gibt es zwar noch andere Sachen, aber irgendwie das, was die Jungs von Rackspace und NASA da zusammen gecodet haben, das sieht ganz, ganz brauchbar aus für uns und das können wir auch relativ einfach in unsere Distribution integrieren. Und wenn wir uns hinstellen und sagen, wir sind auch Cloud-ready und können Cloud-Plattformen ausrollen, dann ist das bestimmt super für die Zukunft und wir können viele Kunden generieren. Und deswegen hat Ubuntu und Red Hat offiziell dann tatsächlich OpenStack als Plattform unterstützt und sie haben sogar technischen Support dafür angeboten. Für ein Projekt, was eigentlich eben rein auf Open Source Code basiert. Dann kam es 2013 zu einem Rückzug der NASA. Und der Mangel daran war hauptsächlich der Fortschritt innerhalb des Projekts. Die NASA hat einige Ressourcen, also Personalressourcen zur Verfügung gestellt, um das Projekt weiterzuentwickeln. Und hat dann 2013 gemerkt, dass irgendwie das nicht in die Richtung geht, wo sie unbedingt hinwollen und auch sie nicht mehr sozusagen so viel Entscheidungsgewalt darüber haben und haben es dann zurückgezogen. Jetzt kamen allerdings wieder weitere Firmen dazu ins Projekt, in dem Fall Oracle und HP, die dann die OpenStack-Plattform auch auf ihren Systemen unterstützt haben und gesagt haben, doch, das ist wahrscheinlich die Zukunft für unsere, also für eine Open-Source-Cloud oder allgemein für eine Cloud-Lösung auf unserem Betriebssystem. Und jetzt heute, springen wir mal in die heutige Zeit jetzt, sind wir beim 11. Release von OpenStack namens Kilo.
Und der Feature-Umfang, den wir jetzt haben, ist wirklich richtig, richtig schwer zu überblicken. Also da kann man sich mal einige Wochenende hinsetzen und sich das mal durchlesen. Und das nächste Release, also das letzte Release jetzt, war letzten Monat. Und das nächste Release kommt eben in 6 Monaten dann wieder. Was ist OpenStack aus Sinn der Komponenten? Es gibt eben den Zusammenschluss vieler Einzelkomponenten an der Stelle. Und viele Projekte, die ich euch jetzt vorstelle, behaupten auch von sich selbst, dass sie eigenständig funktionieren und dass sie den Rest gar nicht brauchen und das kann man auch alles so benutzen. Ja, das mag stimmen. Allerdings, ich habe noch nirgendwo gesehen, dass diese Einzelkomponenten exzessiv benutzt werden. Meistens werden sie in diesem Verbund zusammen, wie ich ihn euch jetzt vorstelle, benutzt. Und sie sind natürlich alle austauschbar. Dazu kommt Compute, also die erste Hauptkomponente in dem Cloud-Bereich. Und Compute wird dann ergänzt von Networking, das ein Teil davon ist, und von Storage und am Ende von Support-Systemen an der Stelle. Also man hat jetzt im Compute-Bereich das bekannte Projekt, ein bekanntes Projekt, das heißt Nova, das viele setzen das Synonym zu OpenStack. Man hat unter Network ein Projekt, das heißt Neutron. Im Storage gibt es ganz, 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 ganz viele Projekte, die parallel laufen. Tatsächlich gibt es im Network-Bereich auch parallele Projekte dazu. Und da gibt es Glance und Cinder, das erkläre ich euch später, was das ist. Und im Support gibt es Projekte, die heißen Horizon, das ist das Dashboard, Keystone, das Authentifizierung und noch ein paar andere Sachen, die ich euch erkläre. Also zum Detail. Was sind diese Komponenten? OpenStack Compute. Der Projektname ist Nova. Was unterstützt OpenStack Compute? OpenStack Compute ist eine Lösung, die auf verschiedenen Produkten, also auf verschiedenen anderen Lösungen aufsetzt. Nämlich libvirt, KVM, Xen, Hyper-V, VMware, you name it. Alle möglichen Virtualisierungsmöglichkeiten werden unterstützt, hauptsächlich die, die von libvirt eh schon unterstützt werden. Und mit diesen Hypervisern kann der Compute-Bereich Nova zusammenarbeiten. Also die könnt ihr in eurer OpenStack-Cloud benutzen und ausrollen. Der gängigste Fall allerdings in Nova ist tatsächlich KVM, was benutzt wird, um die Virtualisierung zu realisieren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal guckt und möchte gerne Windows-Server auch in seiner Cloud betreiben und sowas, dann läuft das meistens relativ gut, wenn man das nativ machen kann auf einem Hyper-V oder so. Und auch dafür bietet Nova Schnittstellen an, dass man nach wie vor die Nova benutzen kann und trotzdem Ressourcen sich für Windows zuteilen lassen kann. Ja, es kann halt diese ganzen Management-Aufgaben, das Nova-Projekt, starten, stoppen, löschen, anlegen und so weiter, die halt so eine virtuelle Maschine mit sich bringen. Es unterstützt solche Sachen wie Pooling, dass man auch Zonen definieren kann innerhalb seines Rechenzentrums, zum Beispiel eben eine Zone Frankfurt, eine Zone Kanada, oder man hat zonenübergreifende Sachen, dass man sagen kann, es gibt eine Hochverfügbarkeitszone, die ist geshared über mehrere Datacenter. Oder es gibt eben Zonen, die je nachdem abhängen, wie speicherintensiv oder sonst was deine Applikationen sind. Und was Nova zu neuem auch mitbringt, ist Bare Metal Provisioning. Also man kann tatsächlich mit Nova, mit dem Projekt Nova auch auf Bare Metal Systemen Software ausrollen oder virtuelle Maschinen ausrollen, die dann dem Kunden zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, es ist kein Debian, kein Ubuntu mehr unten drunter, das wird direkt? Es ist ein Betriebssystem natürlich unten drunter, aber dieses Betriebssystem übernimmt Nova. Also es Nova deployt dieses Betriebssystem für dich. Ja. Und Nova hat zwischenzeitlich auch wieder, es gab mal eine Zeit lang, da hatten sie es nicht mehr, aber sie unterstützen jetzt auch wieder Container. Das passend zu meinem Vortrag von gestern. Da ist Docker in dem Fall unterstützt und LXD kommt gerade. Das pusht hauptsächlich Ubuntu, weil Ubuntu dieses LXD-Projekt selber kreiert hat. Das ist also ein Docker-Klon. Und dadurch kann man halt auch tatsächlich nicht nur volle VMs starten, sondern auch Container. Und Nova kommt mit der Nova API, die da das Ganze erreichbar macht per HTTP und CLI. Und diese Nova API ist EC2-kompatibel, also das heißt, man kann tatsächlich mit Sachen, die man schon für gegen Amazon gebaut hat auf die API, kann man das rübernehmen in Nova und kann es tatsächlich so ausführen. Das fühlt sich an, als wäre das Amazon.
Und jegliche API-Calls innerhalb dieser API finden asynchron statt. Also wenn man sich so eine virtualisierte Maschine startet, so eine Ressource, dann sendet man natürlich erstmal den Befehl ab, dass man das gerne hätte. Und später muss man da aber nochmal nachfragen, ob diese Ressource auch tatsächlich jetzt verfügbar ist, weil natürlich im Hintergrund einige Dinge passieren müssen, damit das Ganze klappt auch, damit Netzwerk dran ist und so weiter. Jetzt kommen wir zum OpenStack Networking Teil. Das bekannteste Projekt hier ist Neutron. Es gibt auch noch ein anderes Projekt, das heißt auch interessanterweise Nova Network. Aber Neutron hat sich zwischenzeitlich so als der Platzhirsch durchgesetzt. Also es gibt wenig Lösungen, also wenig deployte Installationen, die nicht Neutron benutzen. Es gibt ganz große Cloud-Provider, zum Beispiel Rackspace, weil die noch aus der Historie kommen, die nutzen keinen Neutron, weil sie auch einfach ihr Netzwerksystem nicht noch einmal komplett umstricken wollen. Aber alles heutzutage, fast jedes neue Projekt, was entsteht mit OpenStack, ist eigentlich ein Neutron-Projekt. Also hat Neutron inkludiert. Also Neutron macht die ganze Netzwerkverwaltung. Wozu natürlich auch die ganzen Subnetze gehören, die man ins OpenStack tatsächlich als Benutzer sich selber konfigurieren kann. Also ich kann in der GUI von OpenStack oder auch per CLI, kann ich mir Subnetze designen, mit welchen Hosts ich da gerne drin hätte. Und ich kriege sozusagen Layer-2-Segmente damit zur Verfügung gestellt. Und ich kriege auch von Neutron IP-Adressen zur Verfügung gestellt. Also ich kann auch von Neutron IP-Adressen bekommen aus einer Public IP-Address-Range, sogenannte Floating IPs, die mir dann ermöglichen, dass ich von außen auf meine virtuelle Maschine zugreifen kann. Im Amazon-Sprech heißt das Elastic IP und im OpenStack-Bereich heißt das eben Floating IP. Alle Komponenten, die hier drin benutzt werden in diesem Neutron Network Stack, sind nochmal in sich austauschbar. Also das Projekt basiert zwar auf ganz viel Technologie, die von Haus aus sozusagen benutzt wird, aber man kann das alles austauschen. Also im Hintergrund werden irgendwie VLANs benutzt, kann man aber auch Grid-Tunnel stattdessen benutzen. Dann kann man irgendwie High Availability mit VRAP realisieren oder mit Dollar-Commerzprodukt und so weiter. Es gibt da unheimlich viele Möglichkeiten, allein schon in diesem Neutron-Projekt Komponenten auszutauschen, um bestimmte Fälle abdecken zu können. Und genau hier tummeln sich auch unheimlich viele Netzwerkhersteller, die ihre Switche verkaufen und ihre Switche integrieren in die API von Neutron und dann am Ende sozusagen dem Kunden die Möglichkeit schaffen, also dem Endkunden die Möglichkeit schaffen, ihre Switche versteckt zu konfigurieren und eigene VLAN-Segmente darauf zu spawnen, irgendwie über mehrere Datacenter oder bis zu ihnen nach Hause und so weiter. Da gibt es alle möglichen unterschiedlichen Lösungen an der Stelle. Und das ist mit auch eins der komplexesten Projekte im ganzen OpenStack. Also wenn man mal eine Neutron-Installation gesehen hat und versucht mal irgendwie zu debuggen, von wo nach wo Daten fließen, kann ich einem nur normalerweise sagen, sollte sich vorher mal 2 Wochen irgendwo hinsetzen, eine Flasche Wein nehmen, ein paar Flaschen Wein natürlich nehmen und sich das mal ganz langsam angucken, weil ich weiß nicht, wie viel hier im Raum mit OpenVSwitch schon was zu tun hatten und mit Network Namespaces und alles drum und dran, das ist alles schön ineinander verschachtelt und man muss da wirklich mit TCP-Dumps so an 10 Stellen gleichzeitig, um einen Datenverkehr mitzukriegen, sniff. Nicht so einfach. Also die Komplexitätsskala ist da einfach unendlich. Gibt's da Best Practice, wenn man schon mal zusammengestellt ist, wo man was sagen kann, wenn man anfangen will? Ich komme nachher zu der Installationsteil. Da ist meistens so, dass diese Installationstools schon eine Best Practice mitliefern. Aber natürlich, die installieren es dann noch für einen. Wenn man dann zum Problemfall kommt, das debuggen muss, dann muss man trotzdem in das Bergwerk runtersteigen und dann wird es meistens richtig schmutzig. Die Neutron hat auch eine API, die nennt sich natürlich Neutron API. Und dafür gibt es eben diese ganz vielen Hersteller-Plugins, die dann nochmal Spezialfunktionen realisieren. Oder Sachen besser machen, angeblich. So, dann kommen wir zum Thema Block Storage. Oder Storage im Allgemeinen und erstes Block Storage. Das Projekt, was das macht in OpenStack, ist Cinder. Also zur Erklärung kurz, Block Storage ist so Daten im Rohformat zu bekommen, also wirklich Bits und Bytes. Ganze Devices zu bekommen, also sozusagen das, was ihr als eure Festplatte kennt oder als Partition durchzuschieben und einer virtuellen Maschine zur Verfügung zu stellen. Das ist ein Teil eben im OpenStack-Projekt und wird von Cinder realisiert. Man hat
den Storage für die Compute Resources. Es gibt auch Storage für andere Dienste, aber in erster Linie ist Cinder für die Compute-Instanzen da. Also es stellt eben diese Block-Devices zur Verfügung. Auch hier gibt es wieder multiple Backends, die benutzt werden können als im Hintergrund. Also Cinder ist nur sozusagen die Schnittstelle. Man kann gängige Sachen benutzen wie LVM, iSCSI, Ceph oder Dollar kommerzielle Anwendungen dafür. Da tummeln sich auch alle großen Storage-Hersteller irgendwie mit drin, um dort ihre Lösungen zu verkaufen. Und ich kann eben beliebige Backends hinten reinpacken, die mir dann dieses Storage zur Verfügung stellen. FreeNAS auch? Ich weiß, iSCSI kann FreeNAS eigentlich, ja. Genau. Tatsächlich ist es so, dass man eigentlich fast alles reinkriegen kann. Also man kann auch irgendwelche obskuren Lösungen da reinbauen, solange es sich sozusagen für ihn darstellt auf dem Gastsystem, wo Cinder läuft, als wäre es eine Partition. Also dann gibt es fast unendliche Möglichkeiten. Und auch Cinder hat eine API natürlich. Und auch hier gibt es wieder die ganzen Hersteller-Plugins. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Storage-Lösung im OpenStack. Und das nennt sich Object Storage. Und Object Storage wird von dem Projekt Swift realisiert. Und Swift oder Object Storage ist ein anderes Herangehensweise an Storage-Lösungen. Wo ich ein Block-Device habe, wo ich wirklich eben ganze Partitionen und so weiter oder ganze Festplatten durchreiche, gehe ich vom Object Storage her, dass ich zum Beispiel ein File speichern möchte. Also, oder ich möchte ein Video speichern. Also sowas wie irgendwie in der Dropbox gespeichert wird. Ihr ladet da irgendwas hoch, ihr ladet da eine Datei hoch, die entweder ein Video ist oder eine Präsentation und sonst was. Und das wird als Objekt da abgelegt in dem Storage. Und wird noch mit Metadaten versehen, wie zum Beispiel, wann es letzte Mal aktualisiert worden ist, wann es hochgeladen worden ist und welche Zugriffsrechte darauf bestehen, von wo. Und das wird mit einem Object Storage eben realisiert. Man hat dieses geht es noch? Hallo? Irgendwie reagiert mein Presenter langsam. Man hat eben in diesem Object Storage dann Möglichkeiten, wenn man das nicht so auf Bits- und Bytes-Ebene anguckt, sondern wenn man das eher eben auf Objektbasis anguckt, diese Dateien auch verteilt zu speichern, einfacher verteilt zu speichern. Also so ein Block-Device an sich zu verteilen irgendwo in die Welt, ist nicht so einfach. Meistens braucht man dazu volle Duplizierung von diesen ganzen Daten. Mit so kleineren Objekten geht das deutlich einfacher. Und dafür gibt es dann eben in Swift auch Möglichkeiten, Redundanzen zu schaffen. Also man kann damit sozusagen Hochverfügbarkeit schaffen und auch Performance-Redundanzen, wo man einfach mehr schneller die Daten kriegen kann, indem man einfach aus mehreren parallelen Datacentern oder Storage-Lösungen sich die Daten zieht. Und das hat Swift eben in sogenannten Pools auch und benutzt dort unterschiedliche Replikationsalgorithmen, um das zu realisieren. So, auch hier gibt es wieder multiple Backends. Ceph ist ein Backend, was ich später auch noch vorstellen werde dafür, in meinem anderen Vortrag. Und auch ganz viele kommerzielle Lösungen. Und Swift selber ist auch ein Backend tatsächlich. Also es gibt noch ein Projekt, was Swift nicht nur diese Schnittstelle ist, sondern auch noch ein Backend dafür ist. Und es gibt diese Swift-API und auch wieder ganz viele Hersteller-Plugins. Warum ich das übrigens mit dieser Hersteller-Plugins hier immer wieder erwähne, ist das Interessante, dass diese Hersteller-Plugins tatsächlich Bestandteil der Codebasis von diesen Projekten sind. Also wenn man normalerweise denkt, so, dass der Hersteller das irgendwie so bei sich hostet oder sowas oder irgendwie ein zusätzliches GitHub-Repository dafür hat. Nee, ist tatsächlich so, dass in diesem Projekt diese Hersteller-Plugins mit in der Codebasis liegen und die Hersteller das dort managen. So, jetzt kommen wir zum letzten Teil. Das ist der Imaging Service. Der heißt Glance im OpenStack-Projekt. Und Imaging Service heißt Imageverwaltung. Also ein Image, was gebraucht wird, um eine Compute-Instanz zu starten. Also normalerweise habt ihr sowas, dass ihr Images habt, die irgendwie in QKO2 formatiert sind, RAW, ISO, VHD, VMDK und so weiter. Und die braucht ihr ja als Basissystem, um überhaupt eine Ressource ausrollen zu können. Also normalerweise will ja niemand sich noch das Betriebssystem da selbst installieren, sondern ihr wollt schon mit dem Betriebssystem ausgeliefert das Ganze dem Kunden geben. Und natürlich unterstützt eine Glance auch Container-Abbilder, wenn ihr containerbasierte Sachen macht, Container-Images. Und hier ist es interessant, das Glance-Projekt an sich ist nur eben eine Schnittstelle, um diese Image-Verwaltung zu tun.
stellt aber selber keine Speichersachen da zur Verfügung, sondern nutzt bestehende Speicherkomponenten, die ihr im OpenStack ausgerollt habt. Und da zum Beispiel eben wieder Swift, den Object Store, und speichert die Daten dort. Oder speichert es in Ceph oder eben in LVM und so weiter. Je nachdem, was ihr halt auf anderen Stellen benutzt habt. Und es gibt wieder die Glance API und die Hersteller-Plugins. So, dann kommen wir zu Support-Sachen. Die meisten, wenn ihr zu tun habt mit OpenStack, dem Projekt, lernt ihr meistens in erster Linie die Web-GUI kennen. Die Web-GUI ist rein in JavaScript gecodet. Und im Hintergrund benutzt die tatsächlich, so gut wie es geht, die offizielle API. Also das heißt, wenn ihr darauf zugreift, also das Web-GUI, wenn ihr darauf zugreift, tut es im Hintergrund API-Calls ausführen gegen die offizielle HTTP-API, um dann euch die Inhalte anzuzeigen. Das heißt, ihr habt eigentlich dieselbe Möglichkeiten, euch auch dieses Web-GUI selber zu basteln und selber euch JavaScript-Code zusammenzuschreiben, der das tut. Und deswegen ist dieses Projekt allgemein sehr erweiterbar für jede Komponente, die ihr in eurem Projekt nutzt. Also in jeder OpenStack-Installation. Weil ihr könnt ja alles Mögliche zusammenstecken. Und ihr könnt natürlich rebranden, was viele Hersteller so tun. Oder gerade Public-Cloud-Anbieter rebranden, damit es irgendwie so Corporate-Identity-Look hat. Und dann gibt es noch eine Komponente, die ich euch noch erklären möchte, die mit dem Identity-Problem zurechtkommt. Nämlich, man muss hier irgendwie auch Authentifizierung schaffen in so einem Projekt, wo es so viele Subsysteme gibt. Und dort hat OpenStack ein Hauptprojekt, das nennt sich Keystone. Und es ist auch relativ alt schon, es wird schon relativ lange unterstützt. Und das stellt euch zur Verfügung ein Benutzer-Directory, wo ihr authentifizieren könnt dagegen. Und auch ein Dienstekatalog inkludiert ist. Also hier ist so die Schnittstelle im OpenStack-Installation, wo ihr auch lesen, mitkriegen könnt, was hatten diese Admin da alles installiert. Also benutzt der Ceph, benutzt der Swift, gibt es dann Object Storage und so weiter. Weil diese Komponenten sind teilweise optional, teilweise eben werden sie auch benötigt. Und über diesen Keystone-Dienstekatalog kann man das eben rausfinden. Und seit neuestem kann Keystone auch über multiple Datacenter spawnen. Also man kann tatsächlich sich da eine OpenStack-Cloud installieren und da eine OpenStack-Cloud installieren und sich irgendwie noch eine Public-Cloud da von OpenStack mieten. Und man hat trotzdem dieselben Benutzernamen und Passwörter und dieselben Capabilities. Das ist ein Projekt, das ganz neu aufgekommen ist. Das nennt sich Keystone Federation. Und ermöglicht eben, dass ihr tatsächlich eure lokalen OpenStack-Installationen, wie aber auch die Public-Cloud-OpenStack-Installationen benutzen könnt. Und als Backends, wo man dann so LDAP-Geschichten unterstützt, Google-Authentifizierung und so weiter, oder was selber gestrickt ist. Und natürlich hat auch ein Keystone eine API. So, dann gibt es noch ein OpenStack-Telemetrie-Projekt. Silometer heißt das. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte mit Abrechnung, die eine Cloud mit sich bringt. Das kann man auch installieren, ist auch optional, muss man nicht tun. Aber wenn man es installiert, ermöglicht es eben, dass man pro Komponente einen Counter kriegt, wie viel die benutzt wird. Also derjenige verbraucht so und so viel CPU-Zyklen, derjenige verbraucht so und so viel Speicher, derjenige verbraucht so und so viel RAM. Und dann kriegt man das halt aufgeschlüsselt und kann dann dementsprechend den Kunden auch dafür das berechnen lassen. Also den Kunden eine Rechnung schreiben darüber. Und der Kunde kann das im Normalfall auch selber einsehen. Dann gibt es natürlich auch Erweiterbarkeiten, wo man selber Counter einbauen möchte, weil man spezielle Sachen tracken möchte. Eben zum Beispiel auch, wie oft schiebt er denn ein Image, also wie oft deployt er denn VM sich neu. Vielleicht gibt es irgendwelche Kunden, die es lustig finden, sich 100-mal ein Image auf eine VM neu zu deployen. Und ich möchte es rauskriegen. Und allgemein, die Erweiterbarkeit ist sehr einfach, weil es agentenbasiert funktioniert. Also ich kann tatsächlich auch ganz hohe Layer 7 Integrationen schreiben, indem ich einfach nur die API unterstütze und mir einen Agenten bastel, der gegen diese API funktioniert. Ja. Und dann kommen wir zum dem Überblick kurz über diese einzelnen Projekte, wie die so entstanden sind. Nämlich 2010 gab es so die ersten Hauptkomponenten, nämlich Compute und Object Storage, die da geschaffen worden sind. Dieser Object Storage-Teil hat Rackspace geschaffen. Der Compute-Teil hat hauptsächlich die NASA geschafft an der Stelle. Und dann gab es Schlag auf Schlag jedes Release neue Features. Die Feature waren dann eben Image-Servers als Glance. 2012 kam dann der Identity erstmal überhaupt dazu. Das vorher war das also sozusagen nur ganz private, wo man das benutzen konnte. Dann gab es das Dashboard Horizon, was eben die GUI zur Verfügung stellt.
Dann kamen erste Neutron-Projekte, das Neutron-Projekt auf, das Cinder-Projekt 2012. 2013 dann die Abrechnungssachen, ein Orchestration-Tool, um mehrere Maschinen auf einmal zu deployen, das nennt sich Heat. Eine Datenbanklösung, um euch mit einem Klick einen ganzen Galera-Cluster zu starten oder sonst was. 2014 dann so Lösungen wie Sahara, die Big Data machen, auch ein tolles Passwort. Hadoop Apache-Projekt, sei dazu nur gesagt. Und jetzt 2015 eben auch Bare Metal Provisioning unter dem Ironic-Projekt, was jetzt gerade neu entsteht, um eben auch auf Bare Metal-Ressourcen zur Verfügung stellen zu können. Und wenn man sich das mal gesamt anguckt, dann sieht das so aus, wenn man so die ganzen Teilprojekte mal irgendwie miteinander verbindet. Das haben schon viele versucht, auch dieses Bild ist nicht vollständig. Auf jeden Fall erkennt man relativ gut, so die zentrale Komponente ist irgendwie diese VM. Und dann gibt es die ganzen Randprojekte, die dazu hinarbeiten, dass diese VM funktioniert. Und es ist tatsächlich so, dass es aber nicht nur Projekte gibt, die sich hier darauf fokussieren, sondern auch komplett getrennt davon liegen, wie sowas wie Sahara oder sowas, die da eigentlich ziemlich abseits liegen. Und das ist tatsächlich ein Problem mit dem OpenStack-Projekt, es ist ein bisschen Feature-Creep-Zeit. Also es wird unheimlich viel Zeug implementiert, was tatsächlich auch mit diesen ganzen Verfügbarstellungen von Ressourcen auf virtueller Maschinenebene nichts mehr zu tun hat, sondern das heißt dann, wir stellen alles zur Verfügung. Eben Software as a Service. Wir stellen euch ein Datenbankcluster zur Verfügung mit einem Klick, wir stellen euch Big Data Cluster zur Verfügung. Im Zweifel legen wir euch auch noch eine Own Cloud an und so weiter. Ja. Aber was macht dich so mächtig, eben dieses OpenStack-Projekt? Warum ist das so viel Verbreitung? Die API. Man kann es gar nicht oft genug erwähnen. Das OpenStack-Projekt hat es geschafft, 20 APIs rauszubringen, also 20 Parallele für jedes Projekt eins, nicht sich überschneidende, um die ganzen Subkomponenten durchzukonfigurieren zu können, die teilweise auch ineinander in ihre API integrieren. Sie haben SDKs rausgebracht für alle großen Programmiersprachen eigentlich. Sie haben eine CLI geschrieben für alle Projekte, die diese API benutzt. Also tatsächlich habe ich auf der Command-Line ein relativ gutes Interface dafür. Und ich kann mit Keystone granuläre Zugriffsrechte und Quotas definieren. Also ich kann tatsächlich wirklich sagen, derjenige darf 5 VMs anlegen, die genauso und so viel Speicher haben dürfen. Und der darf nur diese Images benutzen, die ich ihm zur Verfügung stelle. Okay, jetzt kommen wir zur Installation. Die Installation bei Hardware, beim OpenStack, ist das Motto, nicht kleckern, sondern klotzen. Ich habe normalerweise einen Controller, ich habe einen Compute-Node und ich habe einen Storage-Node. So, von Hardware-Ausstattung her, ist noch halbwegs normales System irgendwie. Für die Compute-Nodes, da will ich schon viel Arbeitsspeicher haben, weil da laufen viele VMs drauf, die brauchen viel Arbeitsspeicher. Und ich brauche viele Cores, um Rechenkapazität zur Verfügung zu stellen. Und dann habe ich eben noch einen Storage-Node, der mir irgendwie Speicher an das ganze System ranbringt. Da ist die Anforderung an CPU und RAM nicht so groß, aber dafür brauche ich viele Festplatten. Das wäre jetzt mal ein Basissystem für eine OpenStack-Installation. Wenn ich das mal ausprobieren möchte. Und auf diesem Storage-Node ist jetzt beides Storage, der Objekt-Storage und der... Ja. Das ist also beides in diesem... In dem Fall wäre das beides auf diesem einen System drauf. Ja. Ja, die Frage war, ob auf dem Storage-System Object-Storage wie auch Block-Storage drauf ist und so weiter. Ja, es ist in dem Fall wäre auch beides drauf. Es kommt darauf an, welche Lösung man nimmt, welche Komponente man nimmt, aber zum Beispiel, wenn ihr Ceph einsetzen würdet, hättet ihr beides da drauf. Aber es darf vielleicht auch noch ein bisschen mehr sein. Nämlich im Zweifel möchte man, wenn man Cloud betreibt, das auch noch irgendwie ausfallsicher betreiben. Und wenn ich es ausfallsicher betreibe, dann brauche ich eindeutig viel mehr Hardware. Weil tatsächlich es so ist, dass ich anhand der Algorithmen, die dazu benutzt werden, um die Ausfallsicherheit zu realisieren, ich ungerade Anzahlen an Hardware-Nodes brauche für bestimmte Komponenten. Und dann habe ich die Möglichkeit, dass tatsächlich mir, wenn mir so ein Controller hier stirbt, der zum Beispiel das Web-GUI verwaltet und das Netzwerk, dass ich immer noch die beiden habe, die darum sich kümmern, dass diese Compute-Nodes hier hinten mit Netzwerk angebunden sind und dass auch der Speicher natürlich noch stimmt an der Stelle. Und genauso können mir zwei Speicher-Nodes hier sterben und ich habe immer noch hoffentlich meine Daten nicht verloren. Was gibt es auch noch für Extras, die ich brauche? Naja, ich brauche dedizierte Ports für Public Management und Storage-Netzwerke. Das sind nämlich im Neutron-Projekt getrennte Netze.
Wenn man es richtig konfiguriert, man kann es auch kaputt konfigurieren und dann kriegt es alles eins. Ich brauche sowas wie 10 Gigabit-Anbindungen, wo nötig, also im Storage-Umfeld gerade, wenn ich da irgendwie SSD erst einsetze und sowas, möchte ich nicht einen Gigabit-Link zu meinem Compute-Nodes haben, weil das reicht einfach nicht. Ich brauche so Rackspace, ziemlich viel davon, weil so ein Server hat Zweifel 1 bis 4 HE, je nachdem, wie kompakt man das kauft, das wird auch dementsprechend teurer, umso kompakter man normalerweise kauft. Und ich brauche noch Redundanzen an anderen Stellen, nämlich ich brauche noch irgendwie Netzwerkredundanzen, 2x10 Gigabit, so wenn die eine Fiber stirbt, dann kann oder der eine Konverter stirbt, dann kann ich das andere benutzen. Und eben Hardware-Geschichten, die ich noch ersetzen muss, Switche und so weiter. Kühlung, ganz klar. Switches, Routers, Firewalls, weil OpenStack an sich ist ein tolles Projekt und es kommt alle 6 Monate was Neues raus. Allerdings möchte man sich immer darauf verlassen, dass mit der Sicherheit von bestimmten Diensten es so gut bestellt ist und dann ist man schon, fährt man meistens sicherer und stellt vorne dran eine Firewall, die alles erstmal wegriegelt, was noch nicht bekannt ist. Aber eben auch CNG-Switches und sowas sind nicht billig. Und man braucht irgendwie Außenanbindungen in einem größeren Maßstab für so eine Cloud. Naja, wenn man so ein /20 IPv4 hat, dann kann man 1000 VMs deployen, dann ist aber auch Schluss. Das hört sich in erster Linie vielleicht viel an, für einen Public-Hoster ist das natürlich nichts. Und IPv4-Adressen sind unheimlich schwierig zu kriegen. Also, wenn ihr euch mal in einer Co-Location oder sowas seid und dort fragt nach, können wir mal bitte ein /26 haben, sagen die schon, oh nein, dann müssen wir nach Rumänien fahren und müssen kaufen und so. Ja. Zum Thema Hardware-Benutzung. Die OpenStack-Installationen, die es gibt, werden hauptsächlich im QA-Dev-Bereich in der Skalierung von 1 bis 100 Nodes, Compute-Nodes wird hier gerechnet, installiert. Das ist so die gängigste Verbreitung, die so ein User-Survey mal ergeben hat, 2014. Wenn es in ein Production-Environment geht, sieht man immer noch, die 1 bis 100 Nodes OpenStack-Installationen sind relativ groß. Aber es gibt natürlich auch so ein paar kleine, die machen zu 10.000 plus. Und das ist zum Beispiel das CERN, benutzt OpenStack. Und die benutzen das, um alle ihre Forschungsdaten zu rechnen. Und dafür haben die eben eine Installation mit irgendwie 25.000 Compute Nodes oder sowas. Also ein Riesenprojekt an der Stelle. Dann kommen wir mal zur Deployment-Hilfe. Es gibt Deployment-Tools, die euch diese Installation ermöglichen, weil es gibt ganz viele Subkomponenten, die dafür installiert werden müssen. Ich habe euch nur die Projekte vorgestellt. Ich habe euch nicht gesagt, welche Datenbanken ihr noch braucht, welche RabbitMQ-Server ihr noch braucht und so weiter. Das will man nicht alles von Hand installieren. Also hat man gefragt in der Community, was benutzt ihr denn so? Und die meisten haben gesagt, sie benutzen Puppet als Installationshilfe und sie benutzen als Hypervisor-Konfiguration nachher KVM. Aber es gibt eben auch Chef, was relativ intensiv benutzt wird, und DevStack, was so eine, aber interessanterweise kein richtiges Deployment für eine Production-Environment ist, sondern eher ein Deployment zum Testen. Ja. Und als Config-Tools on top of OpenStack, was Leute benutzen, war dann auch ganz interessant, wenn Sie schon Puppet kennen von eben dem OpenStack-Installation, benutzen meistens eben auch Config-Tools on top of OpenStack, genauso auch Puppet. Oder dann die anderen Projekte, die OpenStack mitbringt, nämlich Heat und so weiter. Jetzt zum Deployment. Es gibt zwei Arten von Deployment im OpenStack. Das eine ist ein Bare-Metal-Deployment. Und da ist die Anforderung an jeden Hardware-Node IPXI-Unterstützung. Und am Ende gibt es dann folgende Projekte, die ich euch kurz sagen möchte, wo ihr mal einen Anhaltspunkt habt, die ihr euch angucken könnt, die eben dann dieses Deployment für euch übernehmen mit IPXI. Das ist Ubuntu Mars, Crowbar, Fuel, HP Helion und Red Hat OpenStack. Es gibt allerdings noch viele mehr und es kommen ständig neue raus. Oder es gibt Deployment-Szenarien, wo ihr schon mal ein Basissystem auf den Hardware-Nodes installiert haben müsst und dann noch SSH-Zugriff ermöglichen müsst. Und dann könnt ihr Tools nutzen wie Ansible, Puppet und Chef. Und wie wir vorhin gesehen haben, die meisten nutzen tatsächlich daraus Puppet. Okay, nun kommen wir noch kurz zum Sicherheitsbereich im OpenStack. OpenStack, wie ihr jetzt vielleicht schon gehört habt, ist unheimlich komplex. Das ist ein Sicherheitsproblem. Weil es kann eigentlich fast keiner mehr überblicken, was in diesem Projekt alles drin ist. Und es kann auch keiner mehr überblicken, was da alles an Features wieder dazukommt und wie gut die gewartet worden sind. Und die Integration von allen Features klappt zwar vielleicht irgendwie und fühlt sich so an, als würde das System laufen, aber wenn dann was bricht und was dann die Folgen sind daraus, wenn was bricht, die sind immer nur sehr schwer abzuschätzen. Und da ich eben so ein komplett modulares System habe, gibt es auch ganz viele Konfigurationen, die vielleicht noch gar niemand ausprobiert hat, wo ich der Erste bin, der das tut.
Also es sind die Systeme kurzum einzigartig. An jede OpenStack-Installation, die ich bis jetzt gesehen habe, war eine einzigartige Installation. Es gab selten die Installation, weil die haben entweder unterschiedliche Hardware benutzt, die der andere nicht benutzt hat, was das gängige Fall ist, oder sie haben sich für andere Komponenten entschieden, die der andere nicht benutzt hat. Und deswegen, in dieser Einzigartigkeit finden sich natürlich auch viele Sicherheitsprobleme, die daraus entstehen. Weil halt ein Admin vielleicht nicht unbedingt bedacht hat, dass man jetzt zum Beispiel die Netze trennen muss. Dass so ein Storage-Netz und so ein Management-Netz nichts zu tun hat in dem Public-IP-Adress-Netz. Und schon habe ich das Problem, dass eben Leute effektiv, wenn da keine Firewall vorne dran steht, mit IP-Adressen die Controller direkt erreichen können und irgendwie lustige Sachen mit denen machen kann. Und ein Angriffsvektor ist natürlich auch die HTTP-API, die nach außen exposed wird, mit Absicht natürlich, aber die, wenn sie Sicherheitslücken aufweist, von jedem benutzt werden kann. Und SSL optional ist wieder so ein Thema, was ich auch schon gestern in der Docker-Präsentation hatte. Finde ich schade, dass diese Projekte, diese modernen Projekte um die Ecke kommen und sagen, ja, nee, nur wenn ihr wollt mit Verschlüsselung. Ich fände, das wäre mandatory. Und das heißt, es gibt auch durchaus HTTP-APIs wie Keystone, die dann einfach nicht verschlüsselt benutzt werden von Leuten. Und darüber passiert Authentifizierung. Und man fragt sich, okay, dann muss an anderen Stellen mit Sicherheit klappen, kann es dann auch nicht weit sein. Und natürlich ein interessanter Angriffsvektor sind die Public Cloud Hoster, die da draußen sind. Also klickt euch mal so eine OpenStack Cloud Lösung zusammen, so eine VM, vielleicht auch nur bei Rackspace oder so, und guckt mal, was ihr damit alles tun könnt. Ich sag dir noch so Stichworte wie Venom. Ich weiß immer noch davon, dass es ein paar Distributionen gibt, die OpenStack ready sind, aber noch keinen Venom-Patch drin haben. Also da gibt es auch viel Angriffspotenzial, was von jedem benutzt werden kann. Also ein Angriff von innen ist meistens eindeutig effektiver bei so einem Cloud-Provider als von außen. Und dann will ich noch kurz ein paar Worte von dem, wie ich am Anfang gesagt habe, zur Foundation. Die Foundation unterteilt sich eigentlich in diese drei Sektionen. Nämlich ein Tech-Committee, ein Board of Directors und ein User-Committee. Und das Interessante ist, wie werden die gewählt? Also wie setzt sich diese Foundation zusammen? Und was für Entscheidungspotenziale haben die? Und da sieht man, dieses Tech-Komitee kann das Software Development und Direction bestimmen und hat 13 Mitglieder. Und diese 13 Mitglieder, das ist das OpenStack-Projekt besonders stolz drauf, werden aus der Community gewählt. Aus den aktiven Contributoren, Active Contributors. Und das Lustige ist, die hauptsächlich aktiven Contributoren in diesem Projekt sind zum Beispiel die Firma VMware, die Firma Intel, und so weiter, alle großen Hersteller an der Stelle, die halt ihre Mitglieder dahin entsenden. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, die machen das auch in ihrem Privatfreizeit und sowas und drum und dran, aber klar haben die auch einen Bias zu ihrer Company, bestimmte Entscheidungen dementsprechend in die Richtung zu drücken. Und da gibt es noch das Board of Directors, das ist so ein Gentleman's Club, wo man irgendwie reingewählt wird und die Mitglieder sich selber wählen. Also da ist weg damit Demokratie und so und offizielle Prozesse, wie man sowas wählt. Da kommt man, glaube ich, einfach mit Geld rein. Das ist so das Prinzip. Und am Ende gibt es noch das User-Komitee, was irgendwie Feedback geben darf und das so seine Daseinsberechtigung hat. Und da gibt es eben 75 verteilte Gruppen ganz weltweit, also so User-Treffen, die halt irgendwie mal sagen, wir hätten gern das und wir hätten gern das. Aber auf keinen Fall haben die irgendeine Steuerrichtung, also direkte Steuerungsmöglichkeit an der Stelle. Also wie man sieht, da ist einfach viel Geld zu holen in diesem Projekt, weil die Komplexität zu hoch ist. Gibt es auch viele Lösungen dafür und es gibt viele Firmen, die versprechen, diese Komplexität zu reduzieren. Und man muss ehrlich sagen, dieses OpenStack-Projekt über die Zeit hin, jetzt gerade so in den letzten 2 Jahren oder sowas, hat wahrscheinlich jetzt langsam so seinen Peak erreicht, wo es dann vielleicht auch mal ein bisschen weniger gehypt wird und nach unten geht, weil der Feature-Creep zugenommen hat und so weiter. Aber ja, insgesamt, wenn ihr eine OpenStack-Cloud deployen wollt und sonst was, kann ich euch nur ans Herz legen, die Dokumentation dazu lesen, die ist sehr gut. Und gegebenenfalls auch einen Summit zu fahren, bevor ihr es tut. Das hilft tatsächlich massiv, weil es so viel Zeug gibt in OpenStack. Und wenn ihr noch Fragen habt und so weiter, die Zeit ist jetzt schon knapp, ist schon eine Stunde rum, dann würde ich euch bitten, einfach draußen vorbeikommen. Ich weiß nicht, ist da noch ein Talk danach? Als Pause? Okay. Ansonsten kommt ihr einfach nach vorne. Und dann danke ich euch auf jeden Fall mal.
Ja. Welche der Komponenten, wenn man mal das testen will, kann man sinnvollerweise denn... Test. Hallo? Ah, ja. Okay, also die Frage war, was ich denn dazu wirklich alles auf Bare Metal brauche und ob ich nicht Komponenten davon auch auslagern kann in virtualisierte Umgebungen und gegebenenfalls sogar die Komponenten selber auf einer Compute-Node starten kann. Also um sich eine OpenStack-Installation zu erstellen, kann ich nicht noch auf dieser Compute-Node selber die Ressourcen für OpenStack bereitstellen, also sowas wie ein Controller und sowas. Das ist ein Henne-Ei-Problem, genau, wenn ich OpenStack auf OpenStack deploye, dann geht das. Aber ansonsten geht das nicht. Natürlich kann man gerade zum Ausprobieren am Anfang empfehle ich jedem DevStack, was die Lösung ist, die einfache Lösung ist, um so ein Gesamtsystem aufzusetzen. Da wird einfach alles virtualisiert und man hat dann halt teilweise Performance-Einbußen, je nachdem, was für ein System man unten drunter liegen hat. Aber wenn es ein relativ potente Intel-Hardware ist oder sowas mit Hardware-Virtualisierungsunterstützung, dann geht das eigentlich ganz gut. Also dann kann man tatsächlich viel auch noch in dieser virtualisierten Umgebung testen. Und auch in dieser virtualisierten Umgebung wiederum virtuelle Maschinen starten, die noch relativ performant sind. Ansonsten habe ich eben das Basis-Setup vorgestellt aus diesen drei Nodes, das funktionieren kann. Und im Zweifel habt ihr auch das Problem, wenn ihr solche Komponenten teilweise virtualisiert, dass ihr nicht alle Features nutzen könnt. Weil zwischendrin erwartet wird, dass ein richtiges Netzwerk existiert und nicht ein Netzwerk, was VirtualBox euch zum Beispiel zur Verfügung stellt. Ja. Geht es auch für die Netzwerk-Node? Ist das, den kann ich ja auch als virtuelle? Ja, man kann tatsächlich also Neutron auch virtuell deployen auf einem Controller. Das geht natürlich auch, oder auf einem dedizierten Hardware sogar kann man es deployen. Allerdings, wenn ich dann eben VLANs benutze in Neutron, dann muss auch ein Trunk existieren zwischen dem Controller und dem Compute-Node. Und das kann ich in VirtualBox halt nicht wirklich abbilden. Dann brauche ich halt schon Hardware. Wenn ich dann allerdings Neutron benutze mit Gretane, dann kann ich das hier tatsächlich den Compute-Node mit dem Neutron-Service auf dem Controller verbinden. Weil dann muss die unterliegende Struktur davon keine Ahnung haben. Ja. Ja. Also die Ausfallsicherheit im OpenStack ist unterschiedlich. Die Wiederholung, okay, Entschuldigung. die Frage war, wie ich Ausfallsicherheit realisiere in OpenStack. Es gibt sehr unterschiedliche Lösungen dafür. Und OpenStack, wie ich gesagt habe, hat ganz viele unterschiedliche Komponenten, die man benutzen kann. Und auch in dem Nova-Fall gibt es tatsächlich unterschiedliche Ausfallmöglichkeiten, die man unterstützen muss. Je nachdem, ob man Container ausfallsicher machen will oder ob man virtuelle Maschinen ausfallsicher machen will und ob die jetzt unter KVM laufen oder ob die unter Hyper-V laufen oder ob die unter Xen laufen und so weiter. Ist ganz unterschiedlich. In dem Fall von KVM bietet libvirt, die Library, die Nova da an der Stelle benutzt, schon Möglichkeiten, Ausfallsicherheit zu bieten. Indem tatsächlich, wenn ein System ausfällt, ein Compute-Node ausfällt, die virtuelle Maschine auf einem anderen System hochgefahren wird. Also Ausfallsicherheit ist damit nicht gemeint, hundertprozentige Verfügbarkeit, sondern mit Ausfallsicherheit ist damit gemeint, dass der Ausfall relativ kurz ist. Und da werden tatsächlich auch, kann man Maschinen live migrieren von einem System aufs andere mit libvirt. Wenn man das richtige Storage-Backend auch wieder hat, also man muss auch da aufpassen, wenn man das falsche Storage-Backend hat, dann geht es auch schon nicht mehr. Aber wenn man zum Beispiel Ceph einsetzt im Hintergrund, dann kann man das machen, dann kann man tatsächlich eine Maschine von einem Compute-Node auf den anderen verschieben im laufenden Betrieb. Dann werden kurzzeitig die Pakete gepuffert, die normalerweise reingehen in das System und dann im System wieder zur Verfügung gestellt. Oder man kann Features nutzen von VMware zum Beispiel, was die meisten Leute kennen, irgendwie Live Migration heißt das von VMware. Oder vMotion. Die kann man mit integrieren in Nova und dann werden diese kommerziellen Hardware-Features, also diese kommerziellen Features von diesen Vendors unterstützt
Und dann kann man mit Nova auch einen Umzug machen, der dann im Hintergrund vMotion von VMware benutzt auf VMware-System. Also da hat man so relativ viel Flexibilität an den Stellen. Ja. Ja. Wie ist die Anbindung, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache das in der Private Cloud, kann ich mir vorstellen, mache ich das so, wie ist das möglich, kann ich da wirklich solche Hybrid-Cloud-Ansätze fahren, habe ich da, also ich wirklich nach, sag ich mal, nach außen, wenn ich die Sachen brauche, automatisch nach außen gehe, zu Amazon, zu Rackspace, wie sieht das aus? Ja, also die hybriden Cloud-Ansatz, das ist genau das, was ich meinte mit Keystone Datacenter übergreifend, der ist jetzt gerade ins OpenStack-Projekt mal reingekommen. Und das heißt, ich kann tatsächlich mit Nova und Keystone zusammen mir Cloud-Instanzen bei Rackspace, die OpenStack im Hintergrund benutzen, hochfahren lassen und auch gleichzeitig hochfahren lassen in deiner Private Cloud. Wie das dann netzwerktechnisch ist, also ob du dann sehe ich da auch ein Layer-2-Segment kriegst, das hängt dann nochmal ab, welche Netzwerklösung du unten drunter benutzt. Da gibt es SDN-Vendor, die dir das anbieten, dass du tatsächlich die beiden Clouds dann auch noch interconnecten kannst und hast auch noch einen Layer-2-Tunnel zwischen den beiden Clouds. Aber das ist halt so eine Sache, die ist meistens dann abhängig von den unterschiedlichen Lösungen, die du einsetzt. Also ich kann die VM, die bei mir intern läuft, dann wirklich, sage ich mal, falls es zu eng wird, im laufenden Betrieb vielleicht, jetzt frage ich jetzt mal. Okay, die Frage war Live Migration von der Private Cloud in die Public Cloud und so Spielchen. Genau, der Vorteil ist halt meistens, dass man, wenn man die Nova oder die APIs benutzt, dann gehe ich hin und ich habe eine Maschine, die läuft gerade, davon mache ich einen Snapshot und diesen Snapshot gebe ich mir raus als Datenblob und diesen Datenblob stecke ich über die API in einen anderen Public Cloud Host da rein und starte dort raus dann mein Image wieder hoch. Also diese Möglichkeiten habe ich. Und die ganzen Verbindungen, die ganzen Einstellungen, die sind ja in der Cloud sozusagen gleich, also der findet dann auch den Storage und der findet das auch im Idealfall. Um diese Probleme kümmert man sich normalerweise nicht dann, wenn man die VM starten will, dann sagt einfach nur, das ist das Image, ich möchte das jetzt gestartet haben, wie das dann in welche Storage das benutzt und sowas, das interessiert dich dann normalerweise eigentlich nicht. Allerdings eben, es sind unterschiedliche IP-Adressen dann im Zweifel, also man muss dann einen DNS-Rekord umbiegen oder solche Späßchen machen und das ist halt dann natürlich dann auch immer noch so eine Sache, die man bedenken muss, also das ist dann nicht so seamless. da die Vendor meistens gibt es mehrere Backend-Möglichkeiten, dass man auch zwischen unterschiedlichen Backends wie VMware, Xen, Hyper-V und KVM hin und her migrieren kann oder irgendwie die Systeme umziehen kann, auch mit Ausfall oder sonst wie. Und zu der Frage muss ich sagen, ja und nein, je nachdem auch wieder abhängig, was der Vendor unterstützt. Da sie sich aber alle in diese Nova API mit reinhucken und wenn sie dieses Migration Feature, was man überprüfen kann, über die Nova API unterstützen, dann tun sie halt solche Hacks machen, wie eben, dass sie diese Maschine in VMware snapshotten, diesen Snapshot gespeichert haben auf einem Storage-System, was sich gegebenenfalls schon alle teilen und von dort aus dann eine andere KVM-Instanz hochgefahren wird. Also es gibt da Lösungen, aber nicht an allen Stellen funktioniert das und das ist auch sehr herstellerabhängig. Ja. Jetzt sind so die Upgrade-Frage jetzt, wenn ich also sehr viele Server, also der Metal-Server in Learning OpenStack und ich muss da die Upgrades haben, keine Ahnung, die vielleicht auch ein Minimum erfordern. Ja. Da ist ja auch wieder so eine Orchestrierungsfrage ab einer gewissen Größe. Das ist tatsächlich ein Problem im OpenStack, die Upgrade. Die Upgradebarkeit war die Frage, wie gut ist das im OpenStack gelöst? Wie gut kann ich Upgrades shippen, besonders wenn ich einen 6-Monate Release-Zyklus habe? Tatsächlich ist es so, dass diese Frage irgendwie lange Zeit ins Hintertreffen geraten ist im OpenStack-Projekt. Und jetzt immer mehr versuchen, sich da irgendwie draufzustürzen und dieses Problem zu lösen, aber es ist kein einfaches Problem. Besonders weil man halt auch sagen muss, diese Dienste müssen irgendwie vorher hochverfügbar sein, damit ich sie später auch live im Betrieb austauschen kann, damit ich auch mal was runterfahren kann und nicht vielleicht mein Service zusammenbricht. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Viele Sachen darauf basieren auf irgendwelchen Puppet-Modulen zur Orchestrierung,
die dann halt schon voraussetzen, dass das System hochverfügbar aufgebaut ist und dass ich tatsächlich die einzelnen Komponenten rausnehmen kann, neu installieren kann, so ein Compute-Node oder so einen Controller-Node neu installieren kann und die API zwischen den Versionen allerdings noch stabil geblieben ist und deswegen sie auch die alten Systeme mit den neuen Systemen reden können. Und das versuchen sie und es gibt Lösungen, da klappt das ganz gut und es gibt Lösungen, da klappt das überhaupt nicht. Also das ist auch von jedes Release jetzt, das kommt, sollte eigentlich immer mehr Unterstützung dafür bieten, aber es ist im Moment noch ein Problemkind. Die meisten Leute, was sie draußen tun, ist AB-Deployment. Also das heißt, sie installieren eine OpenStack-Cloud und wenn sie die updaten müssen, installieren sie irgendwo anders noch eine OpenStack-Cloud, die updated, die neue Software hat und dann moven sie den Workload von A nach B. Das ist aber auch Hardware-Ressourcenschulung, sagen wir mal. Das ist nicht, genau, das ist nicht, das ist... Du hast, wenn du 1000 Maschinen hast, dann nimmst du halt erstmal 10 weg, du baust mit den 10 eine neue Cloud auf und dann kannst du... Ja, das ist dann Shift, für, also Stück für Stück, genau, man kann dann auch die Computes einzeln umschiften und sowas, das geht auch. Allerdings ist es natürlich ein unheimlicher Ressourcenaufwand, das Ganze zu tun natürlich und auch, es ist kein einfaches Problem. Also so eine Rackspace oder sowas, die tun das wirklich tagtäglich, tun die Hunderte an Servern irgendwie upgraden über ein Rolling-Upgrade und in neue Systeme reinbringen. Aber auch ganz oft ist es so, dass gar nicht die neuesten Features von OpenStack unterstützt werden. Also, dass man einfach bei dem Release von vor 2 Jahren bleibt und irgendwie nur so Randkomponenten nochmal reinsteckt, da zusätzlich und nicht was einen großen Austausch macht. Jetzt zum Beispiel, ich denke mir jetzt auch, komm, Nova Networks, irgendwie kacke, ich will jetzt Neutron haben und ich schmeiße alles Networking mal einmal raus, das klappt nicht. Also, jedenfalls nicht, wenn man nicht AB-Deployment macht. Das funktioniert sonst nicht.